Also, ich bestimme zu 100% meine Songs voll mit. Oder in dem Fall beim neuen Album, alles, was du brauchst, ist es tatsächlich so, dass ich von 16 Songs 14 mitkomponiert und textet habe. Also sehr, sehr persönlich, sehr viel eigene Geschichte, sehr biografisch. Und durch das, ja, ist 100% ich. Tracklist, was nachher ankommt, das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz am Joachim überlasse. Er ist mein Produzent. Er hat ein sehr gutes Gespür, welche Tonarten, welches Tempo nachher ankommt. Es ist nicht mehr, es geht nicht weniger um Themen, wo ich so finde, ah, das Thema und dann das Thema, aber dort geht sehr viel um Musikalität und dort vertraue ich voll und ganz am Joachim. Single-Auswahl, die ist auch natürlich in erster Linie bei mir, was ich mir vorstellen kann. Aber bei einem Album, wie jetzt, alles, was du brauchst, habe ich 6 Songs ins Rennen gegeben und habe gesagt, ich darf alle mitentscheiden, weil ich kann es nicht entscheiden. Und es ist tatsächlich so gespalten in alle Richtungen. Und ja, es ist so, dann tanze ich halt allein, Samstagnacht, alles, was du brauchst, ganz egal, sind so die Vorreiter gewesen. Und ich habe dann eigentlich für mich entschieden, ich würde auch gerne alles, was du brauchst, machen, weil für mich die Message einfach gerade das wichtigste Thema ist, wo ich sagen will, wenn ich zurückkomme, nach einer langen Zeit. Ganz egal, geht um das Thema Bodyshaming, Body Positivity. Und ja, ich habe sicher eine Entwicklung gemacht. Ich weiß, wie es ist, wenn man viele Nachrichten darf über sich lesen, wie man eben vielleicht nicht perfekt ist, weil die Leute finden, sie haben die perfekte Welt erfunden, wie sie sein soll, wie du sollst aussehen. Und da habe ich viel Stärke daraus gezogen. Noch viel mehr, dass ich will sein, dass ich so bin, wie ich bin, gut bin. Und ja, wenn ein Song anfängt, du bist dumm wie ein Brot, Frau Hässlich solltest du heißen, denkt man zuerst mal, hey, geht's noch, warum singt das Beatrice? Und dann musst du einfach sagen, hey, das ist die Realität jeden Tag im Netz. Und ich habe sie nur laut gemacht und darauf aufmerksam gemacht. Und das ist mir wichtig, auf Sachen aufmerksam machen. Und meine Stimme nicht nur musikalisch zu nutzen, sondern auch für Sachen, wo man darüber diskutiert werden, wo man darüber reden müssen. Und ja, wo einfach stärker müssen werden. Und in dem Fall die Stärke, ich möchte jeden bestärken in seiner Einzigartigkeit und wie schön, dass du bist. Frage von Marcel. Er möchte gerne von dir wissen, ob du schon mal in einem Gay-Club oder in einer Gay-Pride aufgetreten bist. Oder ob du es vorhast, zum Beispiel. Also der Marcel hat die Frage an mich gestellt und Genau. tatsächlich ist es so, ich bin öfters mal in Gay-Clubs, aber ganz privat unter uns gesagt. Ich habe dort super Partys, ich habe dort meine Ruhe und dann aber so kann tanzen, so viel ich will und kann Party machen, so viel ich will. Und darum liebe ich das und feiere es natürlich. Und ich muss sagen, ich liebe die ganze Community so, weil es einfach ja, die Einzigartigkeit so feiert und auch so, jeder zu sich steht, wie er ist. Und das ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Das sind ein brenzliges Thema. Brenzlig! Dann möchte nämlich Lea von ihr wissen, hat sie sich schon einmal in eine Frau verliebt oder könnte ihr das passieren? Wie offen ist sie da? Ah, Lea will aber gerade ein bisschen viel wissen von mir. Ist das ein persönliches Interesse oder ist das ein allgemeines Interesse? Tatsächlich, ich liebe Männer. Ich stehe auf Männer. Und ich muss aber sagen, ich finde immer wieder, dass ich Frauen schön kann finden kann. Und das finde ich etwas Schönes, dass wir uns gegenseitig können bewundern, schön finden und Schönheit sehen voneinander. Eure Vision de la Chanson. Es ist ein grosser Song Contest. Es ist ein riesen Ehre, wenn man dort als sein Land vertreten darf. In meinem Fall würde es mir alles zusammenziehen, was es nur gibt in meinem Körper und würde denken, nein, Ich glaube, ich habe so die Casting-Situation genug ein bisschen erlebt. Vielleicht kann ich irgendwann sagen, okay, ich bin bereit, aber irgendwie ist schon so das Ganze, sich beweisen, präsentieren und bewerten, das finde ich so schwierig, weil Musik bewerten finde ich sehr, sehr schwierig. Und darum habe ich mich bisher noch nicht schon überwinden können für das.